Hallo Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Silber Together. Ja, Don Marcy hat mich hier am Kap Kante hier rausgelassen, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß, dass er den noch nicht angesprochen hat. Ich habe mir seine Folge schon angeschaut. Er hat sowieso schon gesagt, dass ich das die ganze Zeit tue. Du hast einen Kampf mehr bestritten, als du erwartet hast. Dennoch hast du gewonnen. Wie versprochen, hier ist der Preis. Ein Nugget, aber die Itemtasche ist voll. Moment. Ich habe hier ein tolles Protein. Wer von uns greift denn hier so schön physisch an? Das sind Spike und Scarabou. Kann Scarabou mal haben. So, jetzt gib mir das Nugget. Ach, der will jetzt auch noch kämpfen. Ass-Trainer Nico. Mit einem Rihorn. Ja, gut. Schauen wir mal, was ein Zertrümmerer so abzieht. Ich erwarte zwar jetzt nicht allzu viel von einer Stärke 20 Attacke. Aber es geht sogar. Einfach nochmal draufhauen. Jetzt halt ein Free-Hit. Und seine Verteidigung sinkt. Dann reicht der nächste schon auf jeden Fall. Gibt es Erfahrungspunkte für Scarabou und ein Glutexo wird eingewechselt. Da darf Spike mal wieder ran. Der hat da so ein ganz, ganz tolles Erdbeben für dich. Lässt extra für dich die Erde beben. Du darfst dich also geehrt fühlen, Ass-Trainer Nico. So, was hast du jetzt noch? Ein Shillock. Ja, da will ich Rückkehr mal wieder reinschicken. Die kann das Shillock hier erstmal schön rasieren. Und kriegt auch ein paar Erfahrungspunkte. Und wir haben den Nico besiegt. Das war der beste Kampf meines Lebens. Also, der beste Kampf deines Lebens ist ein Kampf, in dem du einfach eingestampft wirst. Der Kampf war großartig. Du und deine Pokémon seid ein perfektes Team. Ja, was denn auch sonst? So. Ich mache jetzt erstmal einen kleinen Ausflug zurück nach Azuria City, denn dort haben wir noch was zu erledigen. Hier runter und ab in die Arena. Hallo Rocket Fuzzy. Ups, tut ja so leid mir. Du nicht verletzt, du, okay? Ich schwer beschäftigt. Nicht Zeit für Reden. Nicht gut, wenn nicht gesehen werden. Oh nein, du mich schon hast gesehen. Ich großes Fehler gemacht. Hey du, du vergessen, dass du mich gesehen, ja? Du nix gesehen. Nix. Du nix sehen, hören und wissen. Tschüss, Kleiner. Und tschüss. Tja. Das ist verdächtig genug, dass wir dem hinterherrennen. Wir wissen ja, dass die Spule im Kraftwerk fehlt. Und zum Glück weiß ich auch ganz genau, dass er hier steht. Hey, Kleiner. Ich sein von Team Rocket. Sein aus fremde Land. Trainer einzig sein. Geglaubt, wenn nix Energie mehr, mache viel Panik bei Leute. Geheim mein Auftrag sein, ich dir nix verraten. Doch, wenn mich besiegen, ich sein lieb und dir verrate Geheimnis. Du Kind, kämpfen lass uns. Der letzte Rocket-Rüpel des Spiels möchte kämpfen. Der letzte Rocket-Rüpel des Spiels schickt Golbat in den Kampf. Und Scarabou mag es nicht, gegen Golbat zu kämpfen, aber er tut's trotzdem. Hornattacke.
Flügelschlag, der tut jetzt weh. Wird aber hoffentlich nicht für einen One-Hit reichen. Es sei denn, er macht einen Volltreffer. Das muss der aber auch erstmal wieder hinkriegen. Ich liebe es. Oh Spike, räche Scarabu für diesen gemeinen Volltreffer. Schlitz ihn auf! Und Spike erreicht Level 43. Uff, nein! Was ist jetzt schon wieder? Uff, nein, glaub nicht, ich kann. Stark sehr du sein. Ich nix Gegner für dich. Okay, verraten dir mein Geheimnis. Spule gestohlen von mir, versteckt in der Arena von Azuria City. Wasser sein, gute Versteck in Mitte von Arena Wasser sein. Bub, du mich vergessen nicht. Besiege dir wird Team Rocket tun. Werde komme aus Johto, mein Freunde, rächen sie werde tun. Was du sagst? Team Rocket hat nichts mehr gibt? Kaputt gemacht, du sagen? Oh nein! Ich tun was jetzt machen. Immer diese Ausländer. Tja, ich gehe jetzt erstmal eine Runde ins Pokémon Center. Haben mir gerade mein Scarabu weggekrittet. Das musste aber auch ein Volltreffer sein, ne? So. Irgendwo hier muss jetzt diese komische Spule sein, oder? Ja, hier ist sie. So, wir nehmen jetzt diese Spule, steigen aufs Fahrrad und gehen zum Kraftwerk. Da hat der Don Marcy ja sowieso noch einen Trainer für mich hinten übrig gelassen. Das finde ich ja sowieso sehr, sehr nett von ihm. Den Trainer wollen wir doch jetzt gleich mal mitnehmen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Aber zuerst müssen wir kämpfen. Natürlich müssen wir das zuerst. Wanderer Bärenwart möchte kämpfen. Was ist denn das für ein Name, bitte? Und hallo, Diktri. Los, Scarabu. Hornattacke. Und Diktri wurde besiegt. Level 43. Sehr schön. Und ein Onix kommt. Ja, ich möchte wechseln. Das ist was für Rykia. Ich weiß zwar nicht genau, wie man ein Onix rasieren kann, aber wir tun es einfach mal trotzdem. Und wir haben den Wanderer Bärenwart besiegt. Du musst einen kleinen Fluss durchqueren, um zum Kraftwerk zu gelangen. Ja, sehr schön, da war der Don nur allerdings schon. Tja, da müssen wir jetzt allerdings erstmal wieder hin. Und hier erstmal wieder surfen. Yay, wilde Pokémon, die total unterlevelt sind. Oh, ein Goldini, Goldini. Ich sollte vielleicht mal Rückkehr mal nach vorne tun. Sie und Fliege sind die einzigen, die noch nicht Level 43 sind. Noch ein Goldini. Level 16. Level 16 waren wir bei zweiten Arena. Die ist mittlerweile ein bisschen her. Level 17 Voltoball. Die
wilden Pokémon immer so verdammt schwach sein müssen. Das haben sie zum Glück später ein bisschen geändert. So ab Generation 5. Ah, oh ja. Das ist die Fehlerspule meines geliebten Generators. Du hast sie gefunden. Danke. Als Belohnung gebe ich dir diese TM. Gold erhält TM07, Blitzkanone. TM7 erhält Blitzkanone! Eine sehr starke Attacke. Sie ist nicht sehr präzise, aber du kannst jemanden damit ordentlich schmoren. Ja, ja. Eine sehr unpräzise Attacke. Mit sehr unpräzise meint er in diesem Fall, dass sie nur in der Hälfte der Fälle trifft. So. Fliegi, flieg doch mal nach Azuria City, bitte. Moment, die Misty ist jetzt, glaube ich, immer noch nicht da, oder? Nope. Genau, wir müssen jetzt erst nochmal auf nach Kap Kante. Den Weg dorthin hat Donja schon freigekämpft, aber wir müssen da jetzt trotzdem nochmal rauf. Weil Misty... Da ist sie ja. Ah, warum musst du jetzt auftauchen und uns stören? Weißt du, wie man Menschen wie dich nennt? Plage. Du hast richtig gehört. Plage. Oh, die Orden, die du hast. Sind das Arena-Orden aus Johto? Wenn du 8 hast, musst du gut sein. Okay, komm in die Arena von Azuria City. Ich freue mich, gegen dich zu kämpfen. Ich bin Misty, die Arena-Leiter von Azuria City. Erst beschimpft sie mich noch als Plage, dann sieht sie meine Orden und schon ist alles wieder gut. Ja, seht ihr, so kommt man bei den Mädels an. Zeigt immer erstmal eure Arena-Orden her. Das ist der Geheimtipp von Gold. So, jetzt haben wir hier auch die ganzen Trainer. Du hier willst zuerst verprügelt werden, ne? Ich hoffe, meine elegante Art zu schwimmen zermürbt dich nicht. Theoretisch könnte ich ja die ganzen Trainer auslassen, weil ich einen Surfer habe. Schwimmerin Helene. Okay, wehe, du fängst an zu singen. Sonst bist du in der nächsten Nacht nämlich wirklich atemlos. Das Goldking hat überlebt. Wo schreiben wir denn das hin? Und fast ein Level-Up für Rykia. Da kommt noch ein Golking. Ich möchte nicht wechseln. Es wird immer langsam Zeit, dass das Rasierblatt wieder einen Crit macht. Ups. Wollte eigentlich auf Rasierblatt gehen. Egal. Dafür haben wir ihm jetzt eine schöne Dauerwelle verpasst. Und er kann nicht angreifen. War natürlich alles geplant. Und hier kommt der Volltreffer, ja. Und Rückkehr erreicht Level 43. Sehr schöne Verteidigungswerte. Und wehe, du fängst an zu singen. So. Dann... wir haben nur noch ein einziges Pokémon, das Level 42 ist. Fliegi darf mal wieder ran, ne? So, dich erledigen wir auch noch. Glugger. Erster, fang mich doch. Schwimmer Bogdan. Mit einem Seeper. Los, Fliegi. Zeig dem Seeper, was du kannst mit einer Psychokinese. Wenn man bei mir schon öfter mal gut aufgepasst hat, weiß man, dass Seeper eine ziemlich schlechte Spätzdef hat. Und hier kommt noch ein Seeper. Gib ihm noch eine Psychokinese. Volltreffer. Der war jetzt aber wirklich nicht nötig, Fliegi. So, Level 43.
Ja, das sind nette Werte. Und jetzt kommt ein Simon. Will ich das Pokémon wechseln? Ja. Jenny, du darfst auch mal wieder ran. Thunder Punch. Und da geht auch das Simon down. Das darf nicht wahr sein. Stimmt, das muss wahr sein. Das hat nichts mit dürfen zu tun. So, ich tausche Rückkehr mal wieder nach vorne. Die hat hier in der Arena sowieso den besten Typvorteil ever. Es tut mir leid, dass ich so lange weg war. Lass uns anfangen. Und die Schwimmerin Heidi. Mit einem Entoron. Level 37, der ist ja sogar nur noch 6 Level unter uns. Das ist ja schon fast ein Rekord. Und da kommt wieder ein Volltreffer. Bei 25% kann man sowas gelegentlich auch mal erwarten. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Solltest vielleicht ein bisschen mehr als ein Pokémon in deinem Team haben. Na gut, stellen wir uns mal hier hin. Hallo Misty! Ich habe dich erwartet, du Nervensäge. Du hast zwar viele Orden von Johto, aber unterschätze mich lieber nicht. Meine Wasser-Pokémon sind hart. Also wenn es hier schon Wesen geben würde und du sie hart spielen würdest, dann würde ich mir bei manchen deiner Pokémon schon Sorgen machen. Gerade bei deinem Starmie. Da ist nämlich hart so ziemlich das schlimmste Wesen, das du haben kannst, neben Froh. Aber hey, die ist ja Level 42. Sind wir ja nur ein Level überlevelt. Das bei einem Arenaleiter. Psychokinese. Epilepsie. Yay. Und da gibt's ein weiteres Rasierblatt für dieses kleine Entoron. Und jetzt kommt wieder der vollkommen notwendige Volltreffer. So, was kommt als nächstes? Lapras. Ja, da möchte ich wechseln, weil ich will mit Rückkehr nicht unbedingt eine Eisattacke abkriegen. Jenny kann das schon wesentlich besser stemmen. Ups, das kommt davon, wenn man zu schnell drückt. Ich wollte eigentlich eine Thunder Punch machen. Aber anscheinend macht sie einen Volltreffer. Regentanz. Jetzt, wenn ich einen Donner hätte, hätte ich mich gefreut. Aber hier kriegst du noch einen Thunder Punch hinterher. Der sollte dann auch auf jeden Fall ausreichen. Und Level 44 für Jenny. Und sie setzt noch einen Mollard ein. Ja, da freut sich Rückia ganz besonders. Regnet immer noch. Sehr schön für den Regen. Hier kriegst du ein Rasierblatt. Da hast du eine schöne Doppelschwäche dagegen. Und sollte das Level Up sein? Nee, doch noch nicht ganz. Okay, dann machen wir das Starmie auch noch. Und auch du kriegst... Okay, du hast Konfustrahl. Wieso hast du Konfustrahl? Und natürlich hauen wir uns erstmal selber. Los, Rasierblatt und das Dummy kann auch Eisstrahl. Yay! Und Volltreffer, natürlich. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es einfach so gereicht hätte. Dafür ist Rückkehr eigentlich ein bisschen zu bulky. Okay. Ich probiere es mal mit Scarabou. Es hat aufgehört zu regnen, das ist sehr schön. Hornattacke. Und natürlich ist das Dummy auch hier schneller. Gut, es ist 4 Level über uns und mit einer Base-Init von 115. Das ist auch kein großes Wunder. Und natürlich hauen wir uns auch erstmal wieder selbst.
Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal drei Attacken von dem Starmie gesehen. Konfustra, Eistral Surfer. Die Frage ist, was ist die nächste oder die letzte Attacke? Wir sind auf jeden Fall nicht mehr verwirrt, das ist sehr schön. Und das hätte ruhig ein bisschen mehr abziehen können. Das werden wir höchstwahrscheinlich nicht überleben. Und doch, ganz, ganz knapp. So, ups, das wollte ich nicht. Ich wollte hier hingehen. Irgendwas, was ich in den Surfer einwechseln kann. Fliegi. Komm du mal rein. Du kannst alles außer einen Eistrahl richtig gut stemmen. Und Fliegi hat sogar diese Chance, dass er schneller ist. Komm, Luftstoß. Wenn, dann schon richtig übertreiben. Und Volltreffer. Hat ja auch eine 25%ige Crit-Chance. Und wir haben Leiter Misty besiegt. So, und dann ist der nächste Orden auch schon wieder unser... Damit ist das schon unser 13., glaube ich. Ja. Yep. So. Ich gehe jetzt noch ganz schnell ins Pokémon Center. Und dann lasse ich Don Marcy dann mal wieder weitermachen und sage ihm, dass wir jetzt dann nach... ich weiß nicht, müssen wir erst nach Lavandia? Ich glaube, wir müssen erst nach Lavandia. Moment mal, jetzt kann ich ja mal ganz kurz probieren, ob wir hier schon ein Radiosignal kriegen. Ja, wir kriegen hier sogar Radiosignal. Aber nicht allzu viel, wenn ich das richtig sehe. Also ich glaube, wir müssen erstmal nach Lavandia. Also gut, ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause, zwangsläufig, und lasse den Don hier weitermachen. Wir sehen uns in der übernächsten Folge. Macht's gut!